Sie können im Free at Home Favoriten einstellen. Damit haben Sie eine Übersicht der Bedienmöglichkeiten, die Sie am meisten nutzen. Für die Bedienung vom Smartphone aus ist das besonders praktisch. Jedes Nutzerprofil kann seine eigenen Favoriten anlegen. Sie loggen sich dazu mit dem entsprechenden Profil im Bedienmodus vom Tablet oder PC aus ein. Sie gelangen jetzt in das Hauptmenü und wählen Grundriss. Wählen Sie die Funktion aus, die Sie Ihren Favoriten hinzufügen möchten, und öffnen Sie durch Klicken und Halten das Pop-up-Menü. Hier finden Sie unten die Option „Als Favorit aufnehmen“. Wählen Sie diese aus und die Funktion wird Ihren Favoriten hinzugefügt. Sie ändern die Favoriten, indem Sie im Favoritenmenü auf die zu entfernende Funktion klicken und halten, bis das Pop-up-Menü erscheint. Unten finden Sie die Option „Als Favorit entfernen“. Wählen Sie diese aus und die Funktion wird aus den Favoriten gelöscht. Wie können Favoriten auf dem Smartphone verwendet werden? Ihre Favoriten werden auch im Free-at-Home-Widget angezeigt. Um das Widget zu aktivieren, swipen Sie auf dem Home-Bildschirm Ihres iPhones nach rechts, scrollen Sie nach unten und wählen Sie „Bearbeiten“. Wählen Sie nun das Free-at-Home-Widget aus der Liste aus und klicken Sie auf „Plus“. Bei Android halten Sie den Finger auf der zu platzierenden Seite lange auf das Display und aktivieren das Widget.